Francisco Arcia sorgte am Donnerstag für ein Novum. Bei der heftigen 3:21 Pleite seiner Los Angeles Angels gegen die Oakland Athletics war er Catcher, Pitcher und schlug einen Home Run im selben Spiel. Seit Beginn der modernen Ära 1900 hat dies noch kein anderer Spieler in der Geschichte der MLB geschafft, wie das Elias Sportsbüro ermittelte. Darüber bin ich sehr glücklich, glaube ich, sagte Arcia nach dem Spiel. Zudem war Arcia auch der erste Non-Pitcher seit 1993, der für die Angels gepitcht hat. Dies tat er bereits am 11. August, als ihm ein Shutout in den gegen die Ass gelang. Dieses Mal war er freilich nicht so effektiv. In seinen 2 Innings am Ende des Spiels in Oakland gab er 4 Hits und 3 Runs auf 2 Home Runs ab. Seinen eigenen Homer schlug er derweil im 9. Inning mit 2 Outs. Ich spiele einfach hart, egal wo sie mich hinstellen, sagte Arcia über seine Einsätze für die Angels. Hinter der Platte teilt er sich den Job seit ein paar Abgängen in dieser Saison mit José Brichino. Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht. Mehr bei Spox, trotz Pleite, All-Time-Rekord für New York, Nystar liefert epische Fotobomb-Vorspiel, Boston feiert Titel beim Erzrivalen.